heute wichtig, dass die Mitarbeiter nicht nur das sachliche Problem, sondern auch das emotionale Problem erkennen. Und die sind auch noch unterschiedlich. Eine Frau, die anruft und sagt, ich habe einen Kratzer an meinem Sideboard, oder zwei Frauen, die das Gleiche sagen. Die eine Frau, die hat den Kratzer an der rechten Seite vom Sideboard und stellt es an die Wand, die freut sich darüber und sagt, jetzt kann ich ein bisschen dealen, den Preis. Die andere hat den Kratzer vorne drauf und hat übermorgen Kollegen da zum Essen eingeladen, will denen das neue Wohnzimmer zeigen. Die hat natürlich ein ganz anderes sachliches und emotionales Problem als die andere. Und das macht es nicht einfacher, sondern macht es kompliziert. Und jetzt gehen wir dahin und sagen dann noch zum Kunden, beim 50. Telefonat so gelassen sein wie beim ersten. Das haben Sie alle Ihren Mitarbeitern bestimmt schon mal gesagt. Ich habe mich schon vor längerer Zeit, vor mehr als 15, 20 Jahren mit dem Thema auseinandergesetzt. 85 ist ein Buch erschienen von einer Arlie Hochschalt, was ich Ihnen sehr empfehle, auch heute noch. Das heißt, das gekaufte Herz. Und es gibt danach noch ein Buch von einer Professorin Daniela Rastetter in Hannover, das heißt, das zum Lächeln verpflichtet, die sich damit auseinandersetzen, was Mitarbeiter im Service tun, wie sie emotionale Schwerstarbeit leisten. Und in dem einen ist eine Geschichte drin, da ist eine Stewardess, die sagt, die bedient den Kunden und der Kunde sagt dann zu ihr, liebe Frau, Sie machen das ganz toll, aber bitte lächeln Sie doch noch dabei. Sagt die Stewardess, das mache ich gerne, wenn Sie auch lächeln. Und dann lächelt der Kunde und dann sagt sie zu ihm, so, und das machen Sie jetzt 10 Stunden so. Und da unseren Mitarbeitern dabei zu helfen, wir fordern ja auch immer viel Empathie, ne? Ist meistens ja auch im Recruiting dann, ist immer so ein Schlagwort, Empathie, sich in den Kunden hineinversetzen. Was dabei aber vergessen wird, was der Altmeister Rogers dazu gesagt hat, der das nämlich erfunden hat mit der Empathie, die sich in die Welt des Klienten zu versetzen und als ob das die eigene wäre und das als ob nicht aus den Augen zu verlieren, sprich die Distanz. Und so, dass wir den Mitarbeitern helfen, dass sie auch nach 50 Telefonaten abends nach Hause gehen und noch fit sind und die Distanz zu dem geschaffen haben, was am Tag passiert ist und in den Gesprächen passiert ist. Und wie sie vielleicht angemault worden sind und x Reklamationen entgegengenommen haben. Das heißt, Mitarbeiter im Thema Empathie zu schulen. Ich habe es schon gesagt. Mitarbeiter, die viele Anrufe annehmen müssen und auch komplexe Anrufe entgegennehmen müssen, meinetwegen dann noch in der Situation Versicherung, ne? Der Mitarbeiter soll eigentlich prüfen, ist der Schaden korrekt, ja? Oder will er mich übers Ohr hauen, aber ich soll auch noch kundenfreundlich agieren, um hier die viele Anrufe beantworten, die leisten emotionale Schwerstarbeit. Und sie glauben nicht, was es heißt, wenn ich vor einem Team von Mitarbeitern stehe und sage, was sie tun, ist emotionale Schwerstarbeit, dass da klar, oh, endlich sieht das mal einer. Wir haben dieses Thema aufgegriffen in Kick-Offs mit der Allianz und die Gruppenleiter haben nachher gesagt, da ist schon so eine Sofort-Empathie passiert. Nach 2-3-stündigen Kick-Offs ist schon was passiert bei den Mitarbeitern. So, jetzt ist das ja nicht einfach mit der Empathie und der Distanz. Aber was noch schwieriger ist, ist, was ist denn, wenn meine geforderten Gefühle mit dem, was mit den Ist-Situationen meiner Gefühle nicht übereinstimmt? Also, ich habe privat was Negatives erlebt. Ich hatte gerade Knatsch mit einer Kollegin. Was mache ich denn da? Wenn das nicht in Einklang ist, das erzeugt Dissonanz und Dissonanz erzeugt Stress und auch das führt zu Burnout, hohen Krankheitsquoten, wie wir es alle aus vielen Callcentern kennen. Die Mitarbeiter haben Bewältigungsstrategien entwickelt dagegen. Und das, was wir eben gehört haben im Telefonat, ist eine Bewältigungsstrategie, nämlich welche? Routine und Versachlichung. Wenn die Mitarbeiter sich nämlich viel zu viel einlassen würden, ohne entsprechend Hilfestellungen zu haben, würden sie das nicht aushalten. Die nehmen den Kunden gar nicht so wahr. Und das ist so ähnlich wie bei den Ärzten, wenn die sagen, der Blinddarm von Nummer 10. Ja? Also so schaffen die sich Distanz, lass das nicht an mich rankommen. Oder es ist Abwehr. Das kennen Sie alle. Ne? Ach, bei mir hat gerade Eva einer angerufen, der war vielleicht negativ drauf. Ach ja, ich bin heute auch schon angemotzt worden. Ach ja, überhaupt, heute ist Vollmond. Ja?
Allkunden sind gerade so schrecklich, ja? Und Vermittler hat auch noch angerufen. Ja, da, was bedeutet das? Die Schleife bohrt sich in den Boden und es kommt eine negative Grundstimmung aus. Ein negatives Beispiel, das versaut den ganzen Tag. Das eine Entgegenstrategie, ich nehme schon gleich die positiven Dinge gleich mit rein, da werden Sie auch ein Beispiel nachher sehen, dass wir sagen, sammel doch mal alle positiven Gespräche, also mach mal bei allen positiven Gesprächen einen Strich und alle negativen. Und Sie werden sehen, bei der Allianz, da ist ein Team auf die Idee gekommen, die haben einen Papiertag gemacht, das werde ich Ihnen nachher nochmal zeigen, wie sie da einfach die Stimmung aus so einer negativen in mehr auf die positiven Dinge dann lenken können. Das andere ist die hohe Identifikation mit der Rolle, das kennen Sie auch. Jeder hat seine Mitarbeiter, die mit dem Kunden weinen, die aber dann, wo es dann an der Identifikation vom Unternehmen mangelt. Also wenn ich könnte, würde ich ihm den Antrag ja genehmigen, ja. Aber und so weiter. Und die gehen abends wirklich mit Bauchweh nach Hause. Dann haben wir noch die, die vorspielen. Die machen das teilweise mit einem schlechten Gefühl. Das gibt dann auch wieder Bauchweh. Oder mit einem guten Gefühl. Und da leidet die Echtheit dann drunter. Also, wir haben zwei neue Schlüsselqualifikationen. Empathie und Distanz. Das Wichtigste eigentlich. Und Selbststeuerung der Gefühle. Was kann ich tun, um mich wieder in einen guten Zustand zu versetzen? Ich habe Ihnen mal aus dem Seminar mitgebracht, was Sie darauf sehen. Da sammeln Sie mit den, wir gehen da auch bewusst, und zwar das, wir gehen da auch bewusst, ist denn der Pointer hier mit drin? Da, ja, ne, da, auf Dinge wie Körperhaltung. Wir fragen, was schnürt dir den Hals zu? Was bringt mich ins Schwitzen? Um auch das festzustellen bei sich selbst, einen Reflexionsmechanismus für die Mitarbeiter zu lehren und sie darauf zu sensibilisieren. Ja? Und Sie sehen, das sind Rituale, wo die Mitarbeiter selber sich geschaffen haben. Und jeden Mittag um 15 Uhr ein Cappuccino. Ja? Oder die Tür zur Garage ist für mich bewusst der Feierabend. Diese Dampf ablassen auch, joggen gehen, sich selbst loben, sich Feedback holen, bewusst wahrnehmen, Körper halten, Mimik. Rolle ich denn gerade mit den Augen, weil mir der Kunde zum x-ten Mal dieselbe Frage stellt? Ja? Also das ist so ein Einstieg in die Selbststeuerung. Sie merken, das ist nicht mehr nur reine Kommunikation, sondern da geht es auf vier Ebenen. Nämlich einerseits im Kopf. Sie geben den Mitarbeitern nämlich einen emotionalen Auftrag als Unternehmen. Also zu sagen, bring deine Emotionen ein, damit wir Profit machen können. Und da muss ich mich auch fragen, will ich das als Mitarbeiter? Weil das ist so. Zum anderen die Einstellung, Einfühlungsvermögen. Toleranz und Respekt, die Uridee dieses Programms ist mal entstanden mit der Marketingleiterin von Hyatt, die gesagt hat, unsere Mitarbeiter müssen Suiten verkaufen, die kosten so 1200 Euro und mehr, das ist so viel bezahlen die zu Hause nicht Miete. Ja? Wie werde ich mit sowas fertig, mit der anderen Welt? Das andere Gefühl, achtsamer Umgang mit sich selbst. Wir können nicht die privaten Probleme von den Mitarbeitern lösen, aber wir können ihnen helfen, pass auf dich auf, guck, dass du nicht, da hatte ich mal in einer Auswertung gelesen, wo eine Teilnehmerin schreibt, ich weiß, dass ich jetzt nicht die Probleme der Firma mehr lösen muss. Also so gesamt gesehen, sich für alles verantwortlich zu fühlen. Ne? Nee, dass ich nicht mehr die ganze Firma retten muss, sowas. Also auch da guck, was zu dir passt und was deine Verantwortung ist. Und dann eben achten auf körperliche Erfahrung, heißt natürlich auch Entspannung. Das heißt, wir legen einen großen Schwerpunkt auf das Thema Wohlspannung in kleinen Übungen, sei es Muskelentspannungsübungen. Das nennen die Mitarbeiter kleine Fluchten. Sie werden gleich sehen, ich habe Ihnen das auch als Bild mitgebracht, einige hat sich einen Meisenknödel vors Fenster gehängt, auf den sie dann drauf sehen, was ihnen helfen kann, zur Entspannung beizutragen. Ja. Ich habe Ihnen jetzt auch mal ein paar Modelle mitgebracht, weil ich einfach davon ausgehe, dass in diesem Kreis dafür auch ein bisschen theoretisches Interesse ist, mit welchen Methoden wir arbeiten. Wir haben das gute alte Eisberg-Modell weiterentwickelt zu einem Vier-Felder-Modell. Da geht es nicht nur darum, wie kommunizieren die beiden miteinander,
sondern der fragt sich auch, was ist der emotionale Hintergrund des Kunden? Wie geht es mir gerade? Kann ich gerade auf den eingehen? Schätze ich den gerade wert? Bin ich in der Haltung, um auf den einzugehen? Und was sage ich jetzt professionell? Das kann sein, dass der hier unsachlich geworden ist und hoch emotionell, nicht emotional, dass der hier sagt, dem geht es wahrscheinlich schlecht. Dass ich mir hier aber sage, na Gott, so wie der werden will ich jetzt nicht so. Und deswegen antworte ich eben auf einer professionellen Ebene. Ja? Also bis dahin, bis zur Verarbeitung auch solcher Angriffe geht das. Wir arbeiten weiterhin mit einer neuen Kommunikationstheorie, die im Telefontraining ist mir noch nicht so habe ich sie noch nicht so erlebt, und zwar nach Marshall Rosenberg. Das ist ein Kommunikationstheoretiker der gewaltlosen Kommunikation. Der hat die Giraffe als Symbol. Und die Giraffe als Symbol für partnerschaftliche Kommunikation, das Landtier mit dem größten Herzen, wusste ich vorher auch nicht, ja. Und die steht eben, denen haben wir eben, da haben wir unsere Attribute zugehört, die professionelle Distanz, das Verstehen, die Empathie, auch die Schnelligkeit und die Selbststeuerung. Und ja, Sie müssen sich überlegen, dass wir den Auftrag von der Allianz gehabt haben, da wussten wir diese konzeptionellen Dinge noch nicht. Und das hatte ich Herrn Haberkorn und Herrn Fischer auch so gesagt, ich habe gesagt, wir haben die Idee, aber das Konzept steht noch nicht. Und die haben sich trotzdem mit uns da reingeschwungen, ja. Wir sind erst dann in die Konzeption gegangen, um diese Dinge mit zu entwickeln. Und der Gegenpart zur Giraffe ist der Wolf, der eben angreift und bewertet, andere mal vom Schlechten ausgeht. Und Marshall Rosenberg sagt da, und das finde ich ganz schön, was auch das Thema Haltung angeht. Also wir arbeiten ja eigentlich an der Haltung, would you rather be right or happy? Ja? Und das ist die Haltung, die wir den Mitarbeitern mitgeben. So. Ja, da war es ja alles ganz schön. Wir haben der Allianz das präsentiert und die haben dann gesagt, ja, wir wollen aber nicht, wir haben 1100 Mitarbeiter, die bewegt werden müssen und wir wollen das als Coaching- und Multiplikatorenprogramm durchziehen. Wir können ja nicht 1100 Mitarbeiter schulen. Ein Programm, was wir noch nie pilotiert hatten als normales Seminar. Ja. Dann haben wir den Coaching-Ansatz nochmal unter die Lupe genommen. Dann haben wir gesagt, geht der alte, wie wir ihn früher immer so gemacht haben, nämlich, dass wir gesagt haben, Gespräche mitgehört oder mitgeschnitten, Sie kennen das, und dann hat man einen Bewertungsbogen. Bei der Allianz war das auch noch sehr ausgefeilt. Die hatten einen Bewertungsbogen mit 64 Fragen. Und das war sehr formalistisch. Also der Mitarbeiter, der Coach hat 3 Stunden dem Mitarbeiter zugehört, dann sind 2-3 Tage vergangen, dann hat einen Termin gemacht und dann wurde mit dem Mitarbeiter geredet. Also es gab eine Coaching-Kultur, aber die wurde sehr unterschiedlich gelebt. Und jetzt haben wir gesagt, wenn wir mit unserer Haltung hingehen, nämlich den Druck wegzunehmen, dem Mitarbeiter zu helfen, entspannt an ein Gespräch ranzugehen, dann passt das Coaching nicht mehr. Wir müssen es anders machen. Wir müssen Mitarbeiter und Coach auf den Kunden gucken und sagen, was ist das Problem des Kunden, wie hat sich der Kunde gefühlt? Aus dieser Sicht sind für heute uns ganz viele so verbotene Wörter, ob ich eigentlich sage oder nicht, für uns überhaupt nicht mehr wichtig. Ob der Problem sagt, ob der negativ, ob der Konjunktivschleifen macht, ist uns egal. Ob der Dialekt spricht, ist uns auch egal. Wenn es beim Kunden gut ankommt, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe bei einem Kunden einen, der tiefstes Hessisch, ja, der läuft rum, redet im tiefsten Hessisch. Ich den ersten gehört habe, hat sich auch bei mir schon gedacht, nee, das geht so nicht. Aber der kommt beim Kunden super gut an. Wir rollen das übrigens gerade auch bei der Firma K-Expert aus, einer Tochter der R&V. Da geht es um Sachverständige. Die müssen verbindlich auch Termine legen. Ja? Und der macht das super gut. Der hat einen Wahnsinns-Charme da drin. Die Kunden müssen ja Termine legen. Ja? Und der kriegt das super gut hin. Ja? Und das ist eigentlich das Wichtigste. Wie hat sich der Kunde gefühlt und hat sich der Mitarbeiter gut gefühlt? Und dann, wenn das Gespräch war, wir haben diesen ganzen Gesprächsbogen weggeschmissen. Heute werden nur noch Leitfragen gestellt, es wird nur noch eine Frage dokumentiert, nämlich was haben wir aus dem Gespräch gelernt. So, auch da 4 Arbeitsebenen im Coaching. Sie können sich vorstellen, dass das für die Coaches auch ganz andere Anforderungen sind, weil die müssen jetzt auf einmal auch einem Mitarbeiter mal Feedback geben, warum sitzt du, oder fragen natürlich auch viel mehr, als dass sie Feedback geben, warum sitzt du gerade im Moment so, würde es dir leichter, was macht es dir leichter jetzt, wenn du dich anders hinsetzt, ja, also eine Rückmeldung auch auf verschiedenen Ebenen dann auch zu geben.
Jetzt hatten wir ja die Herausforderung eben, was wir bilden die Coaches aus, wie sage ich Ihnen nachher, aber man muss ja die 1100 Mitarbeiter, die muss man ja beibringen, was ist denn jetzt das Neue bei uns? Und wir haben ein Change-Programm aufgesetzt mit einer Message und einmal einer strategischen Message von der Allianz, also die hieß nur die 10 zählt, mit Kompetenz und Emotion. Ganz wichtig deswegen, weil oben vom Top-Management her neue Dinge zugelassen wurden. Also es heißt, es nutzt nichts, wenn Sie einfach ein Seminar machen, jetzt machen wir ein paar Wohlfühlebenen, Übungen, sondern das Management muss den Raum dafür schaffen und sagen, das ist neue Kultur. Es darf rumgelaufen werden. Es darf zum Beispiel machen, in einer Abteilung machen heute, wenn da ein gutes Gespräch gelaufen ist, stehen die anderen auf und machen die Laolale. Ja, ein bisschen Bewegung rein, dem anderen Anerkennung geben oder helfen bei schlechteren Gesprächen. Wir haben den Fischfilm gezeigt, auch in der Allianz. Kennt den jemand von diesen Fischhändlern? Einige, also es ist ein sehr amerikanischer Film. Können Sie sich vorstellen, in der doch stocksteifen Allianz so ein Film. Ist super gut angekommen, hat in den Kick-Off sehr gut geholfen. Und es waren 13 Abteilungen, es wurden 13 Change Agents ausgewählt. Diese 13 Change Agents haben das ganze Programm mitkonzipiert, haben es mit aufgesetzt und vor allen Dingen diese begleitenden Maßnahmen wie Papiertage, einen Adventskalender haben sie gestaltet, neuartigen. Sie haben für alle diese Knautschbälle, mit denen man arbeiten kann, die man in einen Basketballkorb werfen kann. Also ganz viele Sachen sind da entstanden, die wir als Externe nur ganz leicht Impulse zugegeben haben und dann auch gesagt haben, jedes Team setzt es anders um, jedes Team findet seinen eigenen Weg, ohne Druck das Ganze umzusetzen. Und dann eben auch Symbole, es wurde eben dann ein Fisch als Symbol, der taucht manchmal da so auf, festgelegt und entsprechende andere Giveaways noch. Das Programm hatte Ziele, wie gesagt, es soll den Mitarbeitern leichter fallen und in Gesprächen Kompetenz und Emotionen zeigen, so dass der Kunde sich individuell behandelt fühlt. Man hat die Leitsätze der Fischphilosophie etwas abgewandelt. Der erste heißt nämlich eigentlich Spaß haben. Und das hat man sich auf den Anrufer einlassen, weil wir doch so ganz sanft hat man sich nicht getraut. Das ist übrigens eine ganz interessante Erfahrung, nämlich auch den Folgeprojekten, wie schwer es ist, zu sagen, mir darf die Arbeit Spaß machen und mir darf die Arbeit leicht fallen. Es darf leicht sein für uns. Das ist echt stark schwierig zu überwinden. Wir haben bei dem einen Kunden, die arbeiten nur unter Druck gut. Da mussten wir mal hingucken, warum arbeitet ihr denn unter Druck gut und erlaubt es euch nicht, wenn keine Hagelzeiten sind, also wenn Druck auf der Leitung ist, euch mal zu entspannen. Ja? Und die Selbstverantwortung des Einzelnen eben dafür, dass er dann auch entspannt und nicht das von den Führungskräften erwartet, dass die sagen, jetzt entspannen wir, jetzt dürfen wir mal entspannen, also jetzt stellen wir euch einen Wohlfühlraum hin oder sowas. Ja? Sondern die Selbstverantwortung selbst. Interessant ist, dass dieses Thema Selbstverantwortung, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich möchte jetzt hier nochmal bei den Zielen bleiben. In Bewegung sein und bleiben hieß dort, sich auf den Kunden konzentrieren, präsent sein. Aber das war uns auch wichtig, dass die Mitarbeiter mal aufstehen, dass sie die Stehtische nutzen, was einige auch gemacht haben schon. Aber auch mal rumlaufen, auch mal raus aus der Produktivitätsschleife auch dürfen, bewusst. Und in den Wohlfühlraum gehen können, was bei einem anderen Kunden jetzt angesagt ist. Sich schon anderes Gutes tun hat dazu geführt, dass die beim Morgens gekommen sind, alle mit Handschlag begrüßt, Kleinigkeiten, ja, also keine großen Aktionen, ne? Wir haben Kleinigkeiten mitgebracht und so weiter. Und was ganz wichtig war, die eigene Einstellung wählen. Also ich bin für mich verantwortlich. Das ist ein Thema, da haben die Teamleiter gesagt, wow, klasse. Und es hat den Teamleitern ganz viel erleichtert, weil sie kennen das auch aus ihren Teams, wenn die Teamleiter wieder versuchen, was kann ich noch draufsetzen, um zu motivieren. Und noch ein neue Fete und noch vielleicht ein paar Gummibärchen und was auch immer. Das nimmt die Luft raus und Sie werden es nachher in den Kommentaren der Teamleiter sehen. Wie sind wir vorgegangen? Sie sehen, das ist in der Vorbereitung sehr aufwendig gewesen. Wir haben eine Ist-Analyse gemacht. Es war aufgehängt an den beiden Leitungsbereichsleitern, also direkt unterm Vorstand,
auch integriert in strategische Aussagen des Vorstands. Und die haben sich richtig mit Herzblut da reingesteckt, sonst geht es nämlich nicht. Die Leitung, die Pilot, die Abteilungsleiter waren mit integriert, Change Agents und auch in die Konzeption letztendlich. Die Umsetzung, wir haben 90 Coaches durch das Programm geschult. Einerseits durch ein Training, das war nur 2 Tage, das ist ein Zähler, nämlich so, wie es die Mitarbeiter erlebt hätten, wo die Inhalte vermittelt wurden. Zum anderen dann die Coach-Ausbildung und dann noch 2 Runden, jeweils Coach-to-Coach, wo ein Trainer von uns mit den Mitarbeitern zusammengesessen hat. Das Interessante ist, dass diese ganze Geschichte auch für unsere Trainer eine Umstellung ist. Also, dass die auch aus ihren Mustern rausspringen. Da bin ich, da ich nicht selber trainiere, war ich ganz wichtig als externer Coach nochmal von denen, weil, ach, wollen wir denn nicht doch noch, also die Grundlagen brauchen sie, dass man nicht eigentlich sagt und so weiter, ja. Dass wir ganz anders anfangen heute und einsteigen in das Training. Und als der zweite Kunde kam, wollten sie wieder, ja, die sind ja noch nicht so weit wie die Allianz. Also wir setzen es auch bei einem Baustoffhersteller jetzt um im B2B-Bereich mit Handwerkern als Zielgruppe. Und auch da funktioniert es. Aber es war wichtig, immer wieder die Trainer raus aus dem alten, reinen Kommunikationstraining rauszuholen, mehr in die Haltung. Die Change Agents haben Kick-Offs gemacht für über 1000 Mitarbeiter, 2- bis 3-stündige Kick-Offs. Es haben dann nochmal die Gruppenleiter selbst Team-Workshops gemacht, in denen sie Inhalte vertieft haben. Und es laufen eben diese Maßnahmen, wie ich sie eben schon beschrieben habe. Wir sind jetzt soweit, was ich auch ganz toll finde. Wir haben vor 2 Wochen ein Treffen mit den Change Agents gemacht und die Change Agents haben gesagt, es läuft überall. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn es überall läuft, dann ist das Projekt zu Ende. Und wir können ganz sauber sagen, das Projekt ist zu Ende, es ist jetzt im Regelbetrieb und wir haben jetzt morgen nochmal einen Workshop, wo es darum geht, werden aus den Change Agents jetzt Coaching-Beauftragte, also so, dass es dann wirklich zu Ende geführt werden kann und die Nachhaltigkeit gesichert. Es gibt, da will ich jetzt nicht mehr ganz drauf eingehen, es gibt Spielregeln. Der Mitarbeiter darf zum Beispiel auch sagen, ich will heute nicht gecoacht werden. Jeder Mitarbeiter, das ist alles in die Produktivitätsplanung auch mit eingegangen. Es wird nur noch unmittelbar nach dem Telefonat gecoacht. Und was wichtig ist bei der Allianz, sind die Gruppenleiter-Coaches, also ausschließlich die Gruppenleiter. Das hat einerseits mit einer schon vorhandenen BV zu tun gehabt, weil man die gar nicht mehr über den Haufen weisen werfen wollten. Wie gesagt, den einfachen Bewertungsbogen mit mehr als 3, 4 Fragen, den hat man schon drauf eingegangen. Was war die Rückmeldung? Wir haben gezeigt, Versicherung, das sind von den die Rückmeldung von den Teamleitern, die das Programm durchlaufen haben. Wir haben gezeigt, Versicherung muss nicht stocksteif sein, wir sind gut drauf, wir sind netter Laden, wir können auch locker, wir sind lockerer, weicher, meckern weniger. Was ich ganz schön finde, wir haben heute von Anfang an volle Aufmerksamkeit für den Kunden darauf, was 2 Menschen im Gespräch miteinander erleben. Und die, ja, was für die meisten total toll war, dass heute die Mitarbeiter kommen und sagen, ey, ich will gecoacht werden. Früher war immer, oh Gott, komm wieder Coaching, Ahnung, komm, das bringen wir. Wir haben teilweise Teamleiter und Mitarbeiter, komm, das bringen wir schnell hinter uns gesagt, ja. Weil es auch in den Zielen war von den Gruppenleitern, ja. So, also heute fordern die es ein und es herrscht weniger Druck. Auch hier sehen Sie nochmal, ich kann mich ganz entspannt zurücklegen, das Team, wie im Team läuft. Also es ist auch ganz viel passiert in der Haltung der Gruppenleiter, das Team, um die Mitarbeiter mehr machen zu lassen und individueller voranzugehen. Ja, ich bin schon am Ende und möchte Ihnen gerade zum Schluss noch ein paar Beispiele zeigen. Sehen Sie hier, haben Sie eine Coaching-Lounge eingerichtet, auch wieder mit dem Fischsymbol, wo man in Ruhe mit dem Mitarbeiter zusammensetzen kann. Da auch nochmal wähle deine Einstellung, dass das Motto sich weiter, verbreitet. Das ist der besagte Papiertag. Auf dem Flipchart steht, wir schmeißen mit Papier und unser Chef hat uns dazu angestiftet. Da sehen Sie, die Aufgabe war, bei jedem positiven Gespräch mit blauem Papier zu werfen und bei jedem negativen Gespräch mit rotem. Und genau der Effekt, der gewünscht ist, passiert, nämlich dass
viel, viel mehr positive Gespräche da sind als negative. Und damit, wie gesagt, diese positive Gesamtstimmung in der Abteilung besser gestaltet wird. Da sehen Sie zum Beispiel, die haben den Basketballkorb da und werfen mit dem Stressball mal dazwischen. Dann eine Situation, da war ein Gruppenleiter, war in New York gewesen, hat einen Nemo-Fisch mitgebracht, der fliegt heute durch die Abteilung. Ja? Also wenn einer ein schlechtes Gespräch hat, dann kriegt er einen Fisch, heißt, ja, dann geht es wieder besser. Und solche Dinge auch, was ganz normal ist mittlerweile, dass eben Entspannungsübung gemacht wird, dass man sich gegenseitig auch mal massiert, und das ist das Bild, aber das ist der berühmte Meisenknödel, wo man auch mal allein der für das Thema kleine Fluchten steht. Ja. Enden möchte ich mit einem Zitat. Wie du willst, sagte die Katze. Verschwand ganz allmählich, von der Schwanzspitze angefangen bis hinauf zu dem Lächeln, das noch einige Zeit zurückblickt, nachdem alles andere schon verschwunden war. Also nicht das Lächeln am Telefon, sondern das Lächeln danach, das Gefühl danach, nach dem Telefonat, sowohl beim Mitarbeiter als auch beim Kunden, das ist das Wichtigste. Und so schaffen wir es, emotional gebundene Kunden zu gewinnen. Ja, und ich denke, jetzt haben wir auch noch gut Zeit für Fragen und Diskussionen darüber. Ich würde mich freuen.